Ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren Video von uns, Jenkos, mit meiner Wenigkeit. Ich bin der Schulz, heute mal wieder im Train Simulator Classic. Ja, wir befinden uns heute auf der Inselbahn Streize und Sassnitz nach langer, langer Zeit. Ja, und fahren heute hier eine wundervolle Aufgabe von 3D-Zug. Da geht's auch schon los. Leitung an 23.56, bitte kommen. 23.56 hört. Auf jeden Fall. Und dann noch bestes Wetter. Was will man mehr? Prima. Denn ausgerechnet zur Urlaubszeit haben wir so einige Krankmeldungen. Und die Mannschaft, die ich zur Verfügung habe, hat leider nicht die nötigen Zulassungen für die Baureihen, die wir bräuchten. Ich bin also sehr dankbar, dass du einspringen konntest. Du wirst heute hauptsächlich Urlauber im Intercity-Verkehr zwischen Binz und Stralsund befördern. Aber auch den Regionalexpress fahren. Zunächst hast du den 2356 nach Frankfurt Flughafen bis Stralsund. Auf dem Abschnitt bis Lietzow gibt es eine Zugkreuzung mit dem 13155. Wenn der gleich pünktlich in Lietzow abfährt, wirst du durchfahren können. Bei Verspätung musst du eventuell im Prora warten. Gute Fahrt. Oh. Alles klar, dann kannst du ja gleich losgehen. Okidoki. Genau, wir starten in Ostseebad Binz und ja. Starten hier von gleich 2 und fahren heute nämlich mit dem Intercity Steuerwagen von VR, von Mitte Rerox, die Expertline-Variante. Link dazu natürlich unten in der Videobeschreibung. Und hinten dran haben wir die Baureihe 120, die soweit aufgerüstet ist. So, genau. Ja, wir können uns noch die PCB und die SIFA einschalten. Lösen dann erstmal die Bremsen auf 4,7 bar, so dass sie noch leicht angezogen sind, und können noch die Handbremse hinten an der Lok lösen und ja, können sie ZZA noch einstellen auf Position 1, aber ich glaube, es wird nicht gekennzeichnet. Ja, soweit sind wir eigentlich abfahrtbereit. Lichter sind an, Instrumentenbeleuchtung sind an und ja, können natürlich. Au, können wir nicht, okay. Dachte, funktioniert ja. Die Rollos noch runter machen, aber funktioniert heute nicht. Ja, so ist es. So, gut, dann haben wir gleich Abfahrt. Fahren dann über Bergen auf Rügen bis nach Stralsund Hauptbahnhof und haben 50 Kilometer vor uns. Also ein Stücke ist es heute. So. Schauen wir uns das ganze Spektakel mal an hier. So, alle Treppenstufen sind oben. Das sieht ja fabelhaft aus. Und ja, kann man die Bremse jetzt auslösen und dann können wir eigentlich abfahren. Eigentlich. So, und wir rollen los. Sehr schön. Ja, waren ja schon Ewigkeiten hier auf der Strecke hier. Und wir waren schon Ewigkeiten auf der Strecke hier nicht mehr unterwegs. Und ich dachte so, heute wird es mal Zeit. Und wir sind auch schon lange keine Aufgaben mehr für einen 3D-Zug gefahren. Also, ja, passt das ja natürlich ganz gut. Natürlich, Strecke ist verlinkt, hier der Zug ist verlinkt. Und auch das Aufgabenpack von 3D-Zug, ist auch mit verlinkt unten in der Videobeschreibung. So, wir befreien uns mal. Ausfahrt mit 40. Hier aus Ostseebad Binz. Vorne steht nochmal das City abgestellt. So sieht es aus. Sehr schön. So, genau. Dürfen wir mit 40 erstmal fahren. Wird das erstmal eingleisig, nur wieder umgewöhnt. Hier ist die Ziffertaste wie auf der Leertaste. Aber das werden wir schon hinbekommen. Oder ich werde das hinbekommen. Genau. Ja, wie gesagt, hinten dran hier die Baureihe 120. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie sehr herzlich im Intercity 2356 auf der Fahrt nach Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof über Bergen auf Rügen, Stralsund, Greifswald, Züssow, Anklam und im weiteren Verlauf über Eberswalde, Berlin, Bitterfeld, Halle, Weißenfels, Naumburg, Weimar, Erfurt, Gotha, Eisenach. Der nächste Halt des Zuges ist Bergen auf Rügen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ja, sehr schön.
natürlich auch wieder mit Ansagen. Mal schauen, wie die Fahrt so wird. So, dürfen wir dann erstmal auf 80 beschleunigen, weil ich noch sagen wollte, wir können ja auch mal eine Fahrt machen, wo wir dann auch mal wieder mit der Baureihe 112 unterwegs sind. Das ist nämlich auch schon eine ganze Weile her. So, gut, dann beschleunigen wir jetzt erstmal auf 80. 20 Kilometer sind es bis Bergen auf Rügen. Und ja, sonst eigentlich ist nichts Schlimmes angesagt. Abgesehen, die Fahrdienstleitung hat uns ja auch schon bestens informiert. Ja, da denke ich mir mal, da wird es doch eigentlich klappen. So. Gut, dann geht es erstmal hier los. Erstmal hier mit 80 entlang. Gleich wieder 40. Ja, Streckenverlauf, der sieht so aus. Wir befinden uns gerade hier auf den eingleisigen Abschnitt. Genau, und dann ab Lützow, wo wir nicht halten werden, wird es dann wieder zweigleisig. So. Sehr schön. So ist es. Ich weiß gar nicht, wer die Strecke gebaut hat, aber ich glaube, es war Dovetail Games. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Parea. So sieht's aus. So sieht's aus. So, fahren wir einen Bahnhof dran vorbei hier. Sehr schön. Ah, Strecke schön. Aber auch hier muss ich wieder sagen, leider Gottes viel zu selten unterwegs. Aber ja, so ist es halt. Wenn man so viele Strecken mittlerweile hat, wie ich. naja, wird sich langweilig, sagen wir es mal so. Genau, ja, Aufgabe soll ungefähr 50 Minuten gehen. Werden wir mal sehen. So, durch eine Ankündigung. Für 40 wahrscheinlich, ne? Jo. Bestätigen mit Wasser. Ja, LCP können wir uns auch zuschalten mit Shift und 9. Brauche ich aber nicht, weil soweit wie ich weiß, hier keine LCP verbaut ist. Auf diesem Streckenabschnitt hier zumindest. Genau. So. Ja, bremsen wir langsam schon runter auf 40. Bremsweg ist ja relativ, was heißt relativ weit, aber schon Stücke. Kurve haben wir auch, ja, 11 Wagen, glaube ich sogar. Ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber ich glaube, 11 Wagen müssten wir haben. So. Steht auch schon die Regionalbahn. So. Auch wieder die Sandkunde 40, müssen wir auch wieder bestätigen. Ja, und dann schleichen wir erstmal hier durch Porra durch. So ist es. So, ja, das tust. Und hinten dran 112er sollte es eigentlich sein. Ah, 143, das ist okay. Ja, genau, fahren jetzt mit der, mit dem Steuerwagen des Intercities. Und zwar mit der Baureihe. Kennzeichnung BPMBEDFA. Genau, wie gesagt, das ist die Expert-Line-Variante von bitte Rarox. Ne, bitte Rarox nicht. Bitte Schwex oder irgendwie so. VR zumindest. Ne, bitte Rarox müsste es eigentlich sein. Genau, aber wie gesagt, ist alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich glaube, 25 Euro kostet hier die Variante, aber ihr habt eben halt den fahrbaren Steuerwagen und hinten natürlich die Baureihe 120, die natürlich auch fahrbar ist. So sieht's aus. So, dürfen wir gleich auf 80 beschleunigen. Müssen wir warten, bis wir aus dem weichen Bereich einmal durch sind. Kann noch ein bisschen dauern. Aber ich glaube, wir haben wirklich Erfahrung oder neun wenigstens. Könnten natürlich auch neue sein. So. Na dann, so, kann man beschleunigen jetzt. So, kannst du auch uns erstmal befreien. Gut, hätten wir gar nicht brauchen. Wäre nicht so zwingnotwendig gewesen. Aus dem Grund.
weil wir sowieso auf 80 fahren dürfen und wir hatten hier gerade einen auf blinkenden von 85, also wäre es eigentlich egal. Aber sei es so schlimm. So. Schön. Ja, eine AFB haben wir nicht. Wäre eigentlich hier. Ist aber weg, warum auch immer. Ist ja mittlerweile bei vielen Zügen so. Was der Hintergrund der ganzen Geschichte ist, weiß ich nicht. Wenn das von einer von euch weiß, kann er dies natürlich sehr gerne mit unten in die Kommentare schreiben. So. Gut, wollen wir mal schon trinken hier? Versuchen wir mal so gut wie es geht, die 80 hier zu halten. Aber es wird schon funktionieren irgendwie. So. Genau, zur Information, ich nehme das Video hier gerade am 28.03. auf 2023 für die grobe Orientierung. Und heute wird auch noch The Last of Us Part 1 released für den PC. Und das werde ich dann nach der Aufnahme dann, wenn es schon veröffentlicht ist oder freigestellt ist, auch ja, Let's Playen, sodass ihr dann auch die ersten Videos schon habt. In dem Falle vielleicht dann schon sogar gesehen habt. Genau. Ja, das ist grob ich jetzt. Ich glaube, jetzt müsste auch gleich der Abzweig kommen nach Lützow. Ja, was die Höchstgeschwindigkeit hier auf der Strecke zwischen ja, Ostsee-Bad Binz und Stralsund ist, ja, das weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Kann mal sehen, wie gesagt, ich war ja schon Ewigkeiten, bis Jahre gar nicht hier nicht mehr unterwegs auf der Strecke. Ist wirklich schon eine Weile her. Genau. Aber ich würde sagen, dass die Baureihe 120 hinten eine AFB verbaut hat. Nur der Steuerwagen nicht. Die 120 hinten, glaube ich, hat eine verbaut. Können wir ja da mal gucken, beim Bahnhof von Bergen auf Rügen. Haben wir ja auch 2 Minuten Aufenthalt, wenn wir pünktlich ankommen. So, natürlich SIFA nicht vergessen. Ja, SIFA ist hier wie gesagt auf der Leertaste und PCB-Tasten wie Befehl 40, frei und Wasser. Sind auf der Tasten Bild nach unten, Ende und entfernen. So. Ah, hier auf der Seite weiß ich nicht, ob das ein Teich ist oder ob das die Ostsee schon sein soll. Keine Ahnung. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ja. Ich glaube, ich war auch hier noch nie. Wollten eigentlich damals 10. Klasse Abschluss Klassenfahrt wollten wir eigentlich nach Usedom machen, aber durch Corona fiel dies alles aus. Habe ich eigentlich sehr darauf gefreut, Usedom. Habe schon die eine oder andere Reportage mir mal davon der Insel angeguckt. Aber Usedom ist so eine Insel, soweit ich weiß. Ja, ein bisschen dazu belesen und ja, sieht sehr schön aus, aber naja. Durch Corona fiel das dann alles hinterher ins Wasser. So ist es. So, gut, bremsen wir runter auf 50 und später dann weiter auf 40. Kann nur sein, dass ab den Hauptsignal hier schon 40 sind. Das kann auch sein. Ja, ab den Hauptsignal sind sogar schon 40. Mal Glück gehabt hier. So. Ja. So, dann geht es jetzt erstmal durch Lützow und dann wird das auch dann hinter dem Bahnhof von Lützow auch zweigleisig. Normalerweise zumindest. Sagen wir es mal so. So. Ah, selten los. Fahren noch die LKWs über die Schiene oder was? BÜ noch nicht gesichert oder? Oh, die falsche Taste. Rufen wir mal, was das Zeug hält hier. So, wie sieht unser Signal aus? Ist das nicht unseres? Mein Signal kann ich noch nicht einsehen.
Okay, okay. So, wir könnten, dürften jetzt auf 80 beschleunigen, bringt uns aber nicht, oder? Ja, der ist noch umschaltet, aber ab dem Hauptsignal da vorne waren dann eigentlich nochmal 40 vorhergesehen. Ja, doch nochmal eingleisig. Okay, naja, gut, zumindest sind es ab hier 40. Da oben steht's. Über dem Hauptsignal. Daran versuche ich mich auch zu halten. So, BÜ ist mittlerweile gesichert. Wunderbar. Ah, okay. Ab da vorne wird es ja zweigleisig, weil wir hier noch über eine Brücke fahren. Okay. So sieht's aus. Euer Kanal. Was ist ein Kanal hier? Sieht man nach Ostsee aus und das. Oberste. Keine Ahnung. Interessant, interessant. So. Genau. Ja, Innensichten gibt es auch. Um sie zu sehen, aber allerdings nicht so schön aus. Aber naja, so ist es halt. So, na, dann können wir gleich auf 90 beschleunigen. Und das ist auf 9 Kilometer bis nach Bergen auf Rügen. So, dann würde ich sagen, wenn wir mal beschleunigen schon mal. So. Dass wir dann auch mal vorankommen. Aber wenn die ganze Zeit nur 40 fahren, ja, wird es schwierig. Auf Dauer. So. Sehr schön. Ja, Hektometer-Tafeln sind auch vorhanden. Ne? Immer gut. Also jetzt zur groben Orientierung. Ja gut, das geht runter. Okay. Mehr wollte ich nicht wissen. So, schön. Und dann geht es erstmal hier schön an der Ostsee entlang hier, also wie es aussieht. Schön. Ja, wie gesagt, ist auch eine schöne Strecke. Für damalige Verhältnisse, wo die rauskam, war schon wirklich ja, so ein die Kirsche auf der Torte, kann man sagen. Die mochte jeder. So wie ich zumindest weiß. Genau. So sieht es aus. Durch die Kurven durch. Siefer ab und zu mal verdrücken. Das sollte ich nicht vergessen. So. Wonderful. Wonderful, wonderful, wonderful. So, 5,7 Kilometer. 155. Moin. Ja, die Güterwagen sind hier außen Standard-Güterwagen, Pack von 3D-Zug. Aber das ist dann alles nochmal wunderbar beschrieben, dann, ja. Auf der Seite von 3D-Zug, wo ihr dieses Szenario euch kostenpflichtig erwerben könnt. Aber ich glaube, die kosten meist nicht viel. Es gibt auch zwei Varianten: einmal die Expertline-Variante oder die PL-Variante und einmal die normale Variante. Ich spiele aber hier gerade die PL-Variante. Ja, ich verlinke es euch unten. Ich glaube, die meisten kosten die Aufgaben 15 Euro und die normale Variante, glaube ich, 10 Euro. Glaube ich.
Irgendwie so war es zumindest immer. Genau. So. Jo, Ansagen brauche ich ja nicht sprechen oder irgendwie so. Das macht ja alles der Kollege heute hinten irgendein Wagen für uns. Ist auch sehr schön. Das zeichnet ja auch die Aufgaben von 3D zu klug und die so ein bisschen aus. Muss man ja auch fairerweise dazu sagen. Die Ansagen. Aber manchmal nur ein paar Witze. Manchmal wird es stressig. Ja, was wir schon erlebt haben. Anhand den Aufgaben von 3D-Zug. Verrückt. Ich habe ja früher auch richtige 3D-Zug-Livestream-Abende gemacht. Also, wir haben schon ordentlich ein paar Sachen angeguckt von den Entwicklern. So ist es nicht. So. Ich hoffe, die kommen aus Hamburg, die Entwickler, wenn mich alles täuscht. Ich würde meinen, die kommen aus Hamburg. Oder der Hauptsitz ist aus Hamburg zumindest. Naja. So, Bergen auf Rügen, ist der nächste halt. So. Noch ist auch alles noch grün. So zu schnell, nicht so schlimm, dann lassen wir uns ausrollen. Okidoki. So, wir haben das so langsam, aber ich glaube, wir sind ein bisschen zu früh. Deswegen wird das vielleicht keine Ansage geben. Klar nicht. Wir werden sehen. Weil die wird doch kommen, aber dann ja, etwas später, sagen wir es mal so. So, der Ausstieg ist zumindest auf Gleis 3, ja, auf Gleis 3 ein Ausstieg. Ja, rechts. So ist es. So, dann fahren wir ein hier in den Bahnhof von Bergen auf Rügen. Ein paar Güterwagen abgestellt. Oh, nee, was los hier, du? Ordentlich was los. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Bergen auf Rügen. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Sie haben Anschluss an den Regionalexpress nach Rostock Hauptbahnhof über Stralsund. Planmäßige Abfahrt ist 9.26 Uhr von Gleis 3 am gleichen Bahnsteig sowie an die Preßnitztalbahn nach Lauterbach-Mohle. Planmäßige Abfahrt wäre 9.40 Uhr von Gleis 1. So ist es mit den Ansagen. Habe jetzt eigentlich noch darauf gewartet. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Aber naja, heute mal nicht. Heute mal nicht. So. Ja. Es scheint ja so, dass wir ganz gut stehen hier. Mich doch noch kurzfristig entschieden, hier an der Kurzzughaltetafel zu halten. Weil das auf einmal drei Monate so aussah, als würden wir ja gut hier drinnen stehen. Und ja, dies tun wir auch. Also. Ja, perfekt, würde ich sagen. Haben wir gut gehalten. Ne? So. So. Kann ich euch einmal die Karte zeigen. Genau, gestartet, wie gesagt, sind wir hier in Ostsee-Bad Binz und sind dann an Pora Ost und an Pora dann vorbeigefahren. Sind dann ja, hier in Lützow dazu gekommen, ne, dann hier über den Kanal oder über die Brücke durch, ne, und dann bis nach ja, Bergen auf Rügen, wo dann unsere Fahrt dann weitergeht. Oben ordentliche Stücke bis hier hoch, bis nach Stralsund. Genau. Ja, dann gibt es noch zwei Abschnittszweige, einmal bis nach
Das ist ins Fährterminal. War ich noch nie. Ja, würde ich mir aber gerne mal angucken, irgendwann mal. Über Mukran Mitte und Mukran West. Ja, also hier ist auch so ein bisschen Güterplatz. Nicht nur ein bisschen, sondern relativ groß. Genau, und hier oben geht es dann weiter über Saatgrad, weil ich das nicht ausgesprochen habe. Über Lanken, ja, bis nach Sassnitz. So, dann haben wir mal eine Baureihe Nummer 55 hier dran vorbeigeschossen. Lang und laut. Ja, genau. Und hier ist aber auch noch von Bergen auf Rügen. Oh ja, 155 hier. Haben auch erst letzte Tour damit gemacht hier. Sehr schön. Ah, sieht gut aus. Wunderbar. Ja, gucken wir uns das uns mal an von hier oben. Oh. Sieht schon gut ausgestaltet aus. Schön. Schön, schön, schön. Ah, ich suche hier irgendwo gerne Ostsee oder irgendwie so wahrscheinlich, ne? Aber auch nur wahrscheinlich. So. Gut, wir steigen wieder ein, haben auch gleich Abfahrt. So. Dass wir dann pünktlich auch rauskommen. Das wäre jetzt ziemlich schön. Hier. Ja, dritte Stufen sind alle hoch. So, dann die Bremse lösen. Und dann geht die Wildfahrt weiter. Die letzten 28 Kilometer bis nach Stralsund Hauptbahnhof. Und ja, Ausfahrt dann erstmal weiter mit 90. So, gut. Dann fahren wir mal raus hier aus Bergen auf Rügen. Sehr schön. Ah, schon cool hier die Strecke. Aber wie gesagt, leider Gottes viel zu wenig unterwegs hier. Wobei ich echt schöne Aufgaben habe hier von 3D-Zug und allem anderen Szenarienbauern und so. Und so ist es nicht. So, gut. Ja, Güterzug muss leider warten hier, der Kollege. So ist es. Ich darf vorne wegfahren. So. Okay. Dann wollen wir mal Gas geben und beschleunigen. So, bis auf 90. Gucken, ob wir noch schneller fahren Verehrte dürfen heute Fahrgäste, mal. wir begrüßen auch alle in Bergen auf Rügen zugestiegenen im Intercity 2356 auf der Fahrt nach Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof über Stralsund an Klam Berlin Halle an der Saale. Der nächste Halt des Zuges ist Stralsund Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Na, was ist denn heute los eigentlich mit unseren Kollegen da hinten? Den fehlen heute so ein bisschen die Worte, habe ich das Gefühl. Ah, naja, ich nehme es dir nicht übel, alles gut. Mach weiter so. So. Genau. So ist es. Ist ein bisschen ungewohnt, hier mit Intercity so langsam zu fahren. Aber gut, aber ich war auch nicht so oft hier auf der Strecke unterwegs mit dem Intercity. Überhaupt mit Intercity. Ja, viel, ja, so Münster-Bremen, Berlin-Wittenberge, Berlin-Leipzig, Leipzig-Dresden, Dresden-Schöner, nicht Dresden-Schöner, aber Dresden-Riesa, so bin ich unterwegs mit Intercity. Ja, da kann man auch bis auf 200 km/h teils beschleunigen.
Das ist schon ein bisschen komisches Gefühl jetzt, wenn man nur so ja, 90 fahren darf. Aber naja, so ist es halt. Auch das kriegen wir hin. Auch das kriegen wir hin. Die Ziffer nervt aber wieder hier. Aber so, noch aufpassen, dass wir keine Zwangse bekommen, alles super. So. So, geht es ein bisschen bergunter. Runter. Signalübergänge, die hören, Signalübergänge, alles klar. Die Bahnübergänge, dieses Warnsignal tollen. Das war wieder dieses typische DTG. Ja. Bahnübergang-Signal oder Warnsignal. Ja, einfach extrem laut. Wir werden es wahrscheinlich jetzt da vorne nochmal hören. Es ist zumindest nicht zu hören. Genau. So ist es. So ist es. Oh, mal ein bisschen bremsen jetzt hier. Geht nämlich so ja, leicht bergunter. Ah, oh, es wird schon. Das wird schon. Du meldest dich auch. Vergesse dich schon nicht. Gehörst auch dazu. Ja, ein Zuschauer hat mir auch meistens geschrieben, du meckerst ja immer über die SIFA, schalt sie doch einfach aus. Da dachte ich mir so, ja, bestimmt schon, aber weiß ich nicht, wenn man 4 Jahre Züge fährt, nur mit Zugsicherungssystemen, auf einmal lässt man die weg. Ist das nicht langweilig dann? Ich weiß es nicht. Gehört irgendwie dazu. Dieser grellige Ton. Regt mich zweimal auf, aber gehört halt dazu, ne? So, kommen wir uns mal wieder zurück entgegen. So. Wonderful. Schweinelaut, die Dinger. Aber so ist es. So ist es. Ich staune, dass wir echt nicht schneller fahren dürfen oder irgendwie so, wirklich. Ganze Zeit 90. Naja gut, aber sind ja auch nur 20 Kilometer. Also, so weit ist es jetzt auch nicht mehr. Genau. Oh Gott, ey. Oh. Ja, ich bin aktuell arbeiten. Wo ich das Video aufgenommen habe, war ich da durcharbeiten. Und ja, mein zweiter Tag. Wieder auf Arbeit und ja, Katastrophe. Corona-Positive, über Corona-Positive, über Corona-Positive. Ja. Kollegen sind krank. Ja, was wir machen, ne? Ich glaube, mehr dazu wollte ich nicht sagen. Bin noch momentan ein bisschen kaputt, aber hindert mich trotzdem nicht, Videos aufzunehmen. Gib mir zumindest Mühe, dass sie gut werden. Genau. Auch wenn ich nicht so viel quatsche dann, aber ja, ein bisschen was sag ich ja schon. Ach ja. Aber das ist auch zu. Bestimmt kriege ich jetzt Corona. Oh Gott, das wäre es jetzt. Aber hey, ich muss dazu sagen, er hatte noch nie Corona gehabt. Also ich bin auch 3-mal geimpft. Weil ich das ja nie freiwillig gemacht habe, sondern wirklich nur ja, dazu, dass ich in dem Beruf, den ich arbeite, wo ich arbeite, auch drinnen bleiben kann. Ja. So sieht's aus. Nur deswegen hat man das gemacht. Aber man muss ja auch sagen, man wurde ja auch so ein bisschen ja, gedroht. Fand ich zumindest. Also für die Pflegekräfte war es doch irgendwie
in meinen Augen eine Drohung. Also du musst, also war ja wirklich eine Zeit lang, wo sie ja sogar durchbekommen haben, dass man eine Impfpflicht braucht gegen Corona, wenn man in der Pflege arbeitet. Und daraufhin haben entweder ja, die Leute gekündigt oder haben sich alle eben halt impfen lassen. Und ich war zum Beispiel einer, der sich impfen lassen hat. Und ich muss dazu sagen, ja, dass das wirklich ja, mit einer meiner größten Fehler war, weil ich ja, bis heute noch damit zu tun habe, wegen den Impfungen. Also die ganzen drei Impfungen, die ich hatte, es war schon nicht ganz ohne. Mal überlegen, aber ich glaube, ich hatte alles BioNTech gehabt. Ich glaube. Ja, BioNTech. Ja, doch BioNTech. AstraZeneca, ja, hatte ich nicht gehabt. BioNTech hatte ich gehabt, genau. Alles drei. Gut, wollte ich ja sowieso, weil meine ersten zwei Impfungen waren ja sowieso BioNTech. Und ja, die dritte Impfung sollte eigentlich AstraZeneca sein und habe ich mich doch ein bisschen erst geweigert, weil ich gesagt habe, ich lasse mich nicht von AstraZeneca impfen, aber mit der Begründung, weil ich vorher BioNTech hatte. Und ich möchte diese Mischungen einfach nicht in diesem Körper haben, weil das ja so gut wie gar nicht erforscht war damals. Genau. Deswegen habe ich mich geweigert, bis ich dann irgendwann mal ja, den Impfstoff bekommen habe, den ich auch wollte. Ob das jetzt der richtige war, das ist wieder die eine andere Sache, aber naja. So ist es halt. So ist es halt. So, naja, so sieht's aus. 15 Kilometer noch. Dann sind wir schon in Stralsund Hauptbahnhof. Ging ja doch irgendwie, ja, relativ flott. Oh, gut, ich muss auch dazu sagen, die Zeit ist eigentlich gut vorbeigegangen. Genau. Aber es ist wegen schönes Wetter im Spiel. Wahrscheinlich auch warm. Gut, heute ja am 23., am 28.03. ist auch schönes Wetter. Paar Wolken, blauer Himmel, aber es ist kalt. Wir haben 4 Grad draußen. Und irgendwie schneit das auch hin und wieder mal. Also das ist schon merkwürdig. Gestern Nachmittag hat es schon so ein bisschen geschnippelt. Und heute Morgen, wo ich aufgewacht bin, wundere ich mich so, gucke an mein Fenster. Hä, was ist das denn? Da lag einfach Schnee drauf. Aber jetzt wirklich nicht viel, nur ein bisschen, aber klar. Hat man auch nicht mehr. Also kenne ich zumindest nicht so wirklich. Ja, Ende März dann noch Schnee zu sehen. Aber naja, so ist es. Das Wetter hier in Deutschland, zumindest hier in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Europa allgemein aussieht, aber in Deutschland zumindest das Wetter, das ist wirklich Gottes Willen, ja. Um Gottes Willen. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Mal ist es warm, dann kommt mal wieder ein kleiner Schauer, dann scheint wieder die Sonne, dann kommt wieder der nächste Schauer und ach Gott, ey, wirklich. Das finde ich persönlich immer ganz blöd, weil das für mich das dieses perfekte Kopfschmerzwetter immer ist. Natürlich nicht so super. Aber naja. Da muss ich halt durch. Viele andere Menschen da draußen auch. Dann müssen wir halt zusammen leiden. So. Okidoki. Aber warum? Also mir ist immer noch die ganze Zeit danach, dass man hier eigentlich so 120 km/h fahren darf auf der Strecke. Was sind ja wirklich konstant nur 90? Also ist jetzt nicht so schlimm. Aber irgendwie grubbel ich jetzt die ganze Zeit davon. Aber naja, so ist es. So ist es. So.
glaube, wenn ihr das Video seht, das müsste eigentlich dann der 4.3. sein, rein theoretisch. Genau. Nee, am 4.4. seht ihr das Video, müsste es sein. Ja, am 4.4. wird zumindest das Video veröffentlicht auf dem Kanal hier. Genau. Und da hatte ich gestern Geburtstag gehabt. Genau. Also ich nehme das Video auf, da bin ich, war ich noch 19, aber ihr seht das Video, da bin ich 20. Versteht ihr? Ah ja, oh krank ey, wie schnell so die Zeit vorbeiging. Hier die Fahrdienstleitung an 2356, bitte kommen. 2356 hört. Gleich geht's auf den Rügendamm und über die Ziegelgrabenbrücke. Sie wird immer zu festen Zeiten für den Schiffsverkehr geöffnet. Und die liegen zum Glück planmäßig dort, wo kein Zug fährt. Ich hoffe, der Kollege im Güterzug Richtung Sassnitz schleicht nicht, sonst wirst du ein wenig warten müssen. Ah, bloß nicht so vor der Zielgeraden. Okay. Ja, interessant. Interessant, interessant, interessant. Genau. Ja, zumindest ist das schon echt krass, muss ich wirklich sagen, wie schnell. Ja, wieder mal so ein Jahr, also so ein Geburtsjahr wieder mal vorbeiging. Nicht mal das Geburtsjahr, aber wenn man vom Geburtstag aus bis zum nächsten Geburtstag davon redet, ich glaube. Zumindest ihr, hoffe ich, ihr wisst, was ich damit meine. Zumindest finde ich das echt verrückt, wie schnell das wieder vorbeiging. Und einfach krank. Ich überlege, dass ich auch schon die Hälfte meiner Ausbildung geschafft habe, dass ja, das auch nicht mehr viel ist. Ja, das ist schon echt verrückt. Und dann kann ich zu mir sagen, in 10 Jahren bin ich 30. Das hört sich irgendwie cool an, aber irgendwie nicht so cool. Aber eigentlich muss ich auch dazu sagen, habe ich gar keinen Bock auf meinen Geburtstag. War schon seit dem 19. Geburtstag so, weil irgendwann verliert man diesen Spaß an der ganzen Sache. Sage ich mal so, weil. Oh Gott. Oh, war ja laut, ey. Genau, weil, ja. Weiß ich nicht, so, vor allem so als kleines Kind, da ging es ja immer nur so, ah, ich habe Geburtstag, jetzt kriege ich Geschenke. Ne? Ich muss dazu sagen, das war mal so, naja, so mit 14 war das weg. Ne? Ja, mit 16, 17 hatte ich so meine Phasen gehabt, da, ne, Party und, na, ihr wisst schon, auf die Kacke hauen. Und auf einmal so, ich bin 18 geworden, am 18. Geburtstag habe ich einen Schock Alkohol mehr getrunken. Seit dem Tag an habe ich keinen Schock Alkohol mehr getrunken. Ich bin richtig langweilig geworden. ja, kaum Disco oder sowas war ich auch kaum. Ja, keine Ahnung. Aber ich habe auch dieses Interesse irgendwie auch nicht so. Muss ich auch einfach dazu sagen. Also. Ja, viele fragen mich, ja, kommst du damit hin, kommst du damit hin, ey, lass mal das mal wieder machen und ey, lass mal, komm mal mit und so. Ja, aber irgendwie habe ich nie Bock dazu, aber auch keine Lust. Obwohl ich früher ja immer dafür war. Ja. Aber so ist es, man wird alt. Und mit dem Alter verändert man sich ja auch. Ja. Das kann man alles nicht, ja, ist halt so. Sollen wir auch halt erwarten, ne? Das ist noch rumgesprungen gerade. Ich glaube, es ist rumgeschwungen. 1000 Hertz mal geht nicht rein. Naja. Beobachten wir das Geschehen einfach mal. So, mittlerweile ist auch wieder eingleisig. 5 Kilometer noch, dann sind wir auch schon da. Ja, war ja dann eine sehr entspannte Fahrt hier. Muss man ja mal sagen. So, jetzt kommen wir hier zu dieser Brücke da, die aufklappbar ist für den Schiffsverkehr. Und da wollen wir mal rüber. So. So sieht's aus. Da rollen wir mal rüber. So, dann sind wir wieder mittlerweile auf dem Festland. Und zwar Stralsund.
Sehr schön. So, das erste Stellwerkhäuschen. Ob das heute noch in Betrieb ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mal schauen. Aber sie vermeldet sich auch nochmal. Pünktlich sind wir auch, so wie es aussieht. Müsste eigentlich eine Ankündigung kommen für 40 rein theoretisch gesehen. Irgendwann mal. Gut, kommt per Signal. Auch nicht so schlimm. Aber bremsen wir schon mal runter. Und dann wird das schon hoffentlich. Sehr quietschig hier, der Abschnitt. Aber so ist es. So, dann kommt auch Halt erwarten. Das ist das Hauptsignal, zeigt zumindest Halt erwarten. So, dann kommt schon Stralsund Hauptbahnhof. Und dann natürlich nochmal bestätigen das Hauptsignal hier mit Wasser. Und dann, ja, haben wir es geschafft, so wie es aussieht, pünktlich, wenn jetzt nichts mehr passiert. Ohne eine Zwangse, das ist natürlich umso besser. Coole Sache. Coole Sache. Ja, rollen wir hier lang. Unserem Zug hier. Und dann die Baureihe 120 von der DB. So wie auch nimmt das Citywagen von 185. Fahrt hier raus. Bringt noch ein paar Container weg. Sehr schön. So, ein paar Dostos sind noch abgestellt. Oh, 145. Oh, er wartet aber noch. In Kürze erreichen wir Stralsund Hauptbahnhof. Der Ausstieg befindet sich hier in Fahrtrichtung rechts. Dieser Zug endet hier die Fahrtrichtung und fährt nach kurzem Aufenthalt weiter in Richtung Berlin und Frankfurt am Flughafen Fernbahnhof. In Stralsund haben Sie Anschluss an den Regionalexpress nach Rostock Hauptbahnhof. Planmäßige Abfahrt ist 10 Uhr von Gleis 4. An den Regionalexpress nach Neustrelitz Hauptbahnhof 10.03 Uhr von Gleis 3. An die UBB nach Bad. Planmäßige Abfahrt 10.09 Uhr von Gleis 5. Alle weiteren Anschlusszüge werden ebenfalls erreicht werden. Nächster Halt Stralsund Hauptbahnhof, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die hier aussteigen und wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt in Stralsund bzw. eine angenehme Weiterfahrt. So, das wünsche ich natürlich auch. So, ja, und somit sind wir auch schon angekommen. Lassen wir einfach alles an. Ja, Zugfahrt endet hier ja sowieso, wurde ja schon gesagt. Und ja, hier ist er, der Bahnhof von Stralsund. Perfekt gehalten an der Harttafel, da muss man ja mal sagen. Ne? Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Ja. Ein Bildchen machen. So, Freunde. Ja, damit würde ich auch sagen, war es das auch von dieser Folge. Wenn euch das, weil die Folge euch natürlich gefallen hat, könnt ihr es natürlich ganz gerne wissen, das mit dem Däumchen nach oben.
Schreibt gerne natürlich auch ein nettes Kommentar unten in die Kommentare rein. Abonniert gerne meinen Kanal kostenlos und aktiviert die Glocke, um zukünftig keine weiteren Videos oder Livestreams hier mehr von mir zu verpassen. Ja, wenn ihr diese Aufgabe auch fahren wollt, dann schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei. Da ist das Hauptspiel, der Zug und die Aufgabe verlinkt, sowie natürlich auch die Strecke. Ja, und damit würde ich sagen, wünsche ich euch natürlich eine allzeit gute Fahrt hier im TS Classic. Und dann sehen wir uns. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.